Transitect steht für Transalpine Transport Architects. Und wir sind 16 Partner aus 4 Ländern und 16 Regionen des Alpenbogens. Und unser Ziel ist einfach, Verkehr von Straße auf die Schiene zu verlagern. Dabei ist sehr wichtig, dass wir nicht Konzepte schreiben, wie es oft passiert, oder Studien durchführen oder Daten sammeln, was mich immer ärgert, sondern es wird konkret so sein, dass wir Züge organisieren. Wir organisieren Konzepte für Züge und die Praxis setzt sich um. Gutes Beispiel ist, seit vorletzter Woche fährt ein Zug von Ulm nach Melzow, jetzt mal 3-mal und später auch dann 5-mal die Woche. Und ein sehr gutes Beispiel, was mir in Prien freut, dass jeder Tag der Adria-Zug von Dresden nach München durch Prien fährt. Ja, das sind die Architekten des Verkehrs. Sie kennen das vom Bauen. Wenn man ein Haus baut, braucht man Architekten. Und die öffentlichen Einrichtungen des Alpenbogens, an der Spitze mit den Ministern, entwickeln Konzepte, um hier wie ein Architekt ein Konzept zu schaffen. So ein Thema kann man nur auf europäischer Ebene lösen. Wir sind hier in Zusammenarbeit mit Bayern Innovativ seit 10 Jahren, haben ein enges Netzwerk. Und der Auftakt zu der großen Kongress Logistik Innovativ war gestern die Kick-Off-Veranstaltung zur Transitects, wo sich 100 Experten des gesamten Alpenbogens wirklich über 3,5 Stunden, da wird auch ein Film entstehen, ausgetauscht haben und eigentlich sehr konkrete Forderungen an das Projekt gestellt haben, das wir jetzt in den nächsten 2 Jahren umsetzen können.